Können wir hier auch irgendwo drauf pinkeln? Schade. Oh. Okay. Na, wir können endlich wieder was trinken. Mega cool mit den Monitoren gemacht. So, eine Kleinigkeit trinken. Das dauert jetzt kurz, da muss unser Freund warten. So. Gut. Danke. Hier irgendwas machen? Hochspringen? Nee, das geht nicht. Können wir hier vielleicht? Nee. Aber zumindest sind wir ja erstmal indoor. Da habe ich noch keine Kameras gesehen. Keinen Dollar. Hier darfst du nicht mit Dollar bezahlen. Irgendwie was mit dem A da. Oh. Oh. Prinzessin? Das sind wir. Oh nein. Das Gefühl, wir sind sehr weit weg von unserer Familie. Kommen wir darüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht mal mit Anlauf, nee. Auch nicht drauf springen, richtig? Naja, gut. Ach, vorne sind noch mehr von den Viechern. Die verziehen sich hier immer in alle Ecken. Ob die uns nochmal gefährlich werden können? Was ein mutiges Kätzchen. Ach so, ich könnte noch erklären, warum wir diese Katze Morle nennen. Und zwar hatte ich als Kind eine Katze namens Morle, war natürlich, ne? Morle mit dem weißen Ohrle. War eine schwarze Katze mit weißen Öhrchen. Und die ist uns mal, also die war ein Freigänger. Die ist aber immer so um unseren Wohnort, sag ich mal, rumgeblieben. Also da, wo sie dann quasi ihr Sofa hatte, wo sie sich ausruhen konnte. Und dann war sie auf einmal, ist sie nicht mehr gekommen. Und dann hat mein Papa gedacht, die Bauarbeiter von drüben, die hätten sie halt einfach, ne? Die wäre im Teer hängen geblieben, gegenüber beim Bauarbeiten. Und dann, mein Papa hatte zwei Optionen. Entweder hat der Hund sie gefressen von meiner damaligen Stiefoma. Oder die Bauarbeiter haben sie geteert und dann... Also es waren brutale Ideen, die mein Papa da hatte, als ich klein war. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, erklärt das vielleicht ein bisschen was. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass die nach einem halben Jahr wieder bei uns auf dem Balkon stand. Also wir haben unten gewohnt, ersten Stock. Da gab es eine Treppe nach oben zu uns auf dem Balkon. Und nach einem halben Jahr stand sie auf einmal wieder da. Und zwar Morle, 100%. Und dann hat sie uns auf den Sessel gekackt. Wahrscheinlich war sie sauer. Mein Papa meint dann bestimmt, hat die jemand mitgenommen. Oh nein, oh nein. Schnell auf weg. Oh nein.
Oh nein. Oh nein. Oh nein, wir können uns nicht mehr umgucken. Verdammt. Wow. Nein, 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 nein. Was sind das für Viecher?